Wie ihr sehen könnt, haben wir heute einiges vor. Wir klären zum einen die Begrifflichkeit der Hate Speech, was für Kategorien und Unterschiede es dabei gibt. Wir klären den Unterschied zu Cybermobbing. Ich erzähle euch noch ein bisschen was über Counter Speech, erkläre euch, wie ihr mit Hassrichten oder Hate im Netz umgehen könnt, welche juristischen Möglichkeiten es gibt, wo ihr Hilfe bekommt. Und anschließend gibt es sogar noch ein kleines Quiz, mit dem wir dann euer Hate Speech Wissen auf die Probe stellen. Und ihr könnt natürlich jederzeit, wie gesagt, während des Workshops eure Fragen an uns im Chat stellen oder einfach dann ganz zum Schluss gibt es nämlich auch noch eine Fragerunde mit Hate Speech-Expertin Felis Tokat. Da werden dann alle Fragen auch nochmal beantwortet. So, weiß denn jemand, was in Artikel 1 vom Grundgesetz steht? Hierfür machen wir jetzt eine kleine Umfrage. Generell gilt bei Umfragen hier in diesem Workshop, euch braucht nichts peinlich sein. Die Abstimmung ist nämlich komplett anonym. Die Umfrage sollte auch gleich auf euren Screens aufploppen. Das ist jetzt eine Art Quiz. Da seht ihr die Frage auch schon. Was besagt Artikel 1 des deutschen Grundgesetzbuches? Eine Antwort davon ist richtig. Ihr habt jetzt ganz kurz 30 Sekunden Zeit, um abzustimmen. Ich mache jetzt eben auch mal mit. Und sobald wir das gemacht haben, schauen wir uns mal das Ergebnis an und natürlich auch die korrekte Antwort. Könnt auch Onkel Google noch schnell fragen. 30 Sekunden sind ja lang. Ich habe schon ein Ergebnis. 100% wussten tatsächlich, was in Artikel 1 im Grundgesetzbuch steht. Wenn wir auf die nächste Seite wechseln, seht ihr nämlich auch, dass ihr natürlich komplett richtig lagt. Denn in Artikel 1 im Grundgesetzbuch steht tatsächlich, yes, jetzt sehen wir es. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dieser Artikel ist einer der größten Errungenschaften und die wichtige Basis für das Miteinander in unserer Gesellschaft. Der Grundsatz gilt natürlich auch fürs Internet. Aber hier werden wir eben oft Opfer von Beleidigungen, von Diskriminierung, von antisemitischen Inhalten, kurz gesagt von Hate Speech. Die Erscheinungsform von Hass und Hate im Netz sind total vielfältig und unterschiedlich, wie wir jetzt auch auf der nächsten Seite sehen können. Genau, zum Beispiel in Form von Volksverhetzung, Beleidigung, wie ich eben schon erwähnt habe, extremistische Propaganda, terroristische Anwerbeversuche, Mobbing. Das Thema Hass im Netz ist eigentlich so groß wie das Internet selbst. Und ich finde, nur weil man persönlich, also ich rede vom Bestfall, vielleicht nicht unbedingt mit Hate Speech konfrontiert wird, sollte man nicht nichts dagegen tun. Es gibt genug Wege, sich dagegen zu wehren und sich eben auch dagegen stark zu machen, um anderen Personen unter die Arme zu greifen. Und was ihr generell machen könnt, das klären wir natürlich später noch. Jetzt kommen wir erstmal zur Definition von Hate Speech. Frau Tokat, wie würden Sie den Hate Speech definieren? Danke, dass Sie so beginnen. Wie würden Sie, weil es ist leider so, es gibt nicht die eine Definition. Es gibt verschiedene Definitionen, aber man kann einfach umfassend sagen, es ist aggressives oder abwertende, es sind aggressive und abwertende Aussagen gegenüber Personen, die irgendwelchen Gruppen zugeordnet werden. Und diese Gruppen können eben sein, also es kann eine Gruppe sein, wo ich einfach bezüglich meines Geschlechts zugeordnet werde oder Religion, aber auch tatsächlich schon Berufsgruppen, also Politiker und Politikerinnen sind eine Gruppe, die von Hate Speech betroffen sind. Und Sie hatten es, glaube ich, vorhin auch nochmal erwähnt, also Hate Speech kann uns begegnen in Bildern, in Worten, aber auch in Memes. Und genau, und man spricht eigentlich auch immer bei Hate Speech gleich über das Thema gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, also Rassismus, Antisemitismus. Genau. Vielen Dank. Ja, die Plattform No Hate Speech hat da auch eine schöne, griffige Definition, wie ich finde. Die Plattform No Hate Speech, wie der Name schon sagt, setzt sich gegen Hate Speech im Netz ein. Einmal auf die nächste Seite bitte, die würde ich nämlich gerne vorlesen. Als Hassrede bezeichnen wir Handlungen gegen Einzelpersonen und/oder Gruppen mit dem Ziel der Abwertung oder Bedrohung aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer benachteiligten Gruppe in der Gesellschaft. Die Person oder Gruppe muss dafür rein zahlenmäßig nicht in der Minderheit sein. Andersherum sind Minderheitengruppen nicht automatisch benachteiligt. War das verständlich erklärt für jeden oder hat dazu jemand eine Frage?
gerne, wie gesagt, einfach in den Chat schreiben oder gerne einfach den Reaktionsbutton unten benutzen. Und ich sehe, da hat jemand eine Frage dazu. Könnten wir die Chimera einmal entmuten, bitte? Ich warte mal noch ganz kurz, vielleicht kommt noch eine Frage im Chat. Oh, und da sehe ich sie. Welche Gruppen ist denn am meisten betroffen? Frau Tuckert, gibt es irgendeine Gruppe an Menschen, die irgendwie am meisten betroffen ist von Hate Speech? Kann man sowas generalisieren? Könnte ich Ihnen jetzt nicht so sagen. Also mir ist keine Zahl bekannt. Also wüsste ich nicht. Ich weiß nur, ich kenne nur Zahlen, wann Menschen Hate Speech begegnen im Internet. Und da ist es tatsächlich so, dass 40% der befragten Personen in einer Studie gesagt haben, uns ist Hate Speech begegnet. Und von diesen 40%, denen sind 80% Hate Speech mit Migrationshintergrund, also rassistisch konnotiertes Hate Speech begegnet. Also das sind so Dinge, die ich weiß, aber auf die Frage jetzt so kann ich leider nicht antworten. Okay, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, denn das Stichwort Rassismus ist eigentlich eine ganz gute Überleitung direkt zum nächsten Thema, denn es gibt natürlich auch verschiedene Kategorien, in denen Hate Speech auftreten kann. Ihr seht schon, Hate Speech kann in Form von Rassismus auftreten, in Form von Sexismus, in Form von Antisemitismus, in Form von Ableismus, also der Diskriminierung von Behinderten, in Form von Homo- und Transfeindlichkeit oder zum Beispiel in Form von Neonazismus auftreten. Aber es gibt noch viele, viele mehr und da gehen wir später auch noch ein bisschen drauf ein. Jetzt bringen wir erstmal ein bisschen Licht ins Dunkel, würde ich sagen, und klären mal den Unterschied zwischen Hate Speech und Cybermobbing. Frau Tuckert, wo liegt denn da genau der Unterschied? Also es ist relativ ähnlich, was die Befindlichkeiten angeht, also wenn man davon betroffen ist. Aber bei Cybermobbing kann man grob sagen, es betrifft eine einzelne Person, also es wird eine einzelne Person attackiert. Und bei Hate Speech wird einfach eine Gruppe, also die Zugehörigkeit zur Gruppe wird als Grund genommen und daraufhin erfolgt die Attacke. Das kann man so grob sagen. Vielen Dank, dann setze ich mal da noch weiter an. Hate Speech kann nämlich auch jene treffen, die überhaupt nicht zur genannten Gruppe zugeordnet werden, aber online und offline für deren Rechte zum Beispiel kämpfen. Also, ich mache das mal anhand eines Beispiels. Wenn ihr euch für die LGBT-Bewegung stark macht, also für die Bewegung für Rechte von schwulen, lesbischen Frauen oder zum Beispiel von transsexuellen Personen, aber selbst nicht zu dieser Gruppe dazugehört, könnt ihr trotzdem Opfer von Hate Speech werden. Kommen wir mal zur Wahrnehmung von Hate Speech. Ich sehe es schon, ihr seht schon die Folie. Wer von euch wurde denn schon mal im Netz mit Hate Speech konfrontiert? Gerne hierfür einfach auch wieder das Reaktionstool benutzen, mit dem Daumen nach oben oder einfach mit dem Handheben oder ihr schreibt ganz bequem in den Chat, weil ich würde darauf eigentlich gerne eingehen, wenn wir schon jemanden haben, der sagt, ja, bin ich selbst schon begegnet, habe ich schon gesehen oder wurde selbst schon Opfer davon? Ich kann von mir sagen, ich selbst stehe jetzt in der Öffentlichkeit und bin in einer Beziehung mit einer Frau. Also könnt ihr euch bestimmt vorstellen, was ich mir online schon für Bullshit geben durfte. Aber da bin ich zum Beispiel nicht alleine oder wir alle. 3 von 4 Internetnutzern haben in der Umfrage angegeben, Hate Speech zumindest schon mal gesehen zu haben. Sei es auf Instagram, auf Twitter oder auf Facebook. Und das sind eigentlich verdammt viele, oder? Hate Speech kann einiges in uns auslösen. Wenn wir mal die nächste Seite auschecken, sehen wir, wie wir Deutschen zumindest auch mit dem Thema Hate Speech umgehen. Das Ziel von Hate Speech kennen wir ja jetzt bereits. Man soll sich herabgesetzt, abgewertet oder schlecht fühlen, so als ob man weniger wert ist. Nur die Frage, wie geht man mit sowas um? Ist man traurig, wütend? Glaubt man die Beleidigung sogar? Antwortet man der Person oder ignoriert man die Nachricht? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Hate Speech umzugehen. Zum einen könnt ihr die Nachricht natürlich ignorieren. Ihr könnt mit Ironie und Sarkasmus antworten, so wie ich das gerne mache, in Form von Memes. Ihr könnt aber auch Screenshots der Nachricht machen und die zum Beispiel dem Bundeskriminalamt zukommen lassen. Dazu bekommt ihr aber später noch genauere Infos, wenn wir die Rechtslage zu Hate Speech checken. Schauen wir uns erstmal auf der nächsten Seite an, wie es uns Deutschen so geht.
wenn wir mit Hate Speech konfrontiert werden. Ihr seht schon, laut einer Statistik macht es zum Beispiel 2/3 von uns stark emotional und wütend. Etwas mehr als die Hälfte ist ganz entspannt, geht darauf gar nicht ein, um keine Zeit zu verschwenden und beschäftigt sich lieber anders. 1/3 dagegen bekommt sogar Angst. Und ihr habt in letzter Zeit bestimmt auch die Proteste rund um den Tod des US-Amerikaners George Floyd mitbekommen. Im Netz kursierten dazu haufenweise Hassnachrichten, besonders gerne auf Facebook. Und im Gegensatz zu Twitter unternimmt Facebook recht wenig gegen den Internetmob, obwohl sie allein letztes Jahr 70 Milliarden US-Dollar eingenommen haben. Die nächste Seite hätte ich immer gerne. Deshalb haben sich jetzt große Fashionfirmen wie zum Beispiel The North Face oder Patagonia dazu entschieden, den ganzen Juli 2020 keine Werbung auf Facebook zu zahlen, damit Rassismus und Hate Speech im Netz stärker bekämpft werden. Das Ganze läuft unter dem Motto Stop Hate for Profit. Auf der nächsten Seite habt ihr auch 2 schöne Beispiele von Postings. Hier zum Beispiel von The North Face haben gepostet, we're in, we're out. Oder hier das Statement, ob Facebook durch die gestrichenen Ad-Spendings einen derartigen Verlust macht, dass sich grundlegend was an dem Umgang mit Hate Speech und Rassismus in den sozialen Netzwerken ändert, bleibt zu bezweifeln. Allerdings ist die Stop Hate for Profit-Kampagne ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich finde das ganz schön stark, aber genug von Unternehmen. Jetzt kommen wir mal zu den Optionen, die ihr gegen Hate Speech habt. Frau Tokert, was gibt es da denn genau? Können Sie uns da mal ein bisschen was dazu erzählen? Also man kann dagegen sprechen. Also wenn mir Hate begegnet im Internet, beispielsweise in Kommentarspalten, dann habe ich die Möglichkeit, dagegen zu sprechen. Das ist hier auch aufgeführt als Counter-Speech. Da gehen Sie nachher ja noch mehr drauf ein. Aber das ist auch etwas, was man sich vielleicht nicht ganz schnell traut, aber man kann dann eigentlich auch das in der Gruppe machen. Also man kann auch andere mit an Bord holen. Das gibt es auf Facebook, das wollte ich ganz kurz noch erwähnen. Es gibt da eine Gruppe, die nennt sich Hashtag Ich bin hier. Das ist tatsächlich eine riesengroße Gruppe, die auf Facebook einfach Beiträge verfolgt und unter Nachrichten, Kommentarspalten Fakten liefert und einfach versucht zu deeskalieren. Man erkennt sie tatsächlich an dem Hashtag Ich bin hier. Mhm. Genau, und dann kann man Hate Speech auch verfolgen. Das hatten Sie ja vorhin auch nochmal erwähnt. Also nicht alles ist immer ganz legal, was man da so sagen darf. Mhm. Man kann eben Position beziehen. Man kann aber auch sagen, okay, ich brauche Abstand davon. Ich reagiere jetzt erstmal nicht. Hilfe holen kann man sich auf jeden Fall und Beiträge melden bei den jeweiligen Plattformbetreibern. Das ist alles möglich. Vielen Dank. Und ich würde mal sagen, das gehen wir jetzt auch mal im Einzelnen durch. Starten wir mal mit der Counter-Speech. Bei der Counter-Speech handelt es sich um verschiedene Methoden, die negativen Effekte von Hassreden oder extremistischer Propaganda im Netz abzuschwächen. Dazu zählen zum Beispiel direkte Antworten auf Hassreden und extremistische Inhalte in Form von zum Beispiel Kommentaren. Also Counter-Speech widerspricht der Hate-Speech. Also es ist quasi ein Konter. Die humoristische Version von Counter-Speech kennt eigentlich jeder, der schon mal in der Trotzphase war und jemanden anders seine ehrliche Meinung schon mal gegeigt hat. Die Plattform No Hate Speech hat hierzu extra ein paar Memes und Bilder für euch zusammengestellt, die ihr nutzen könnt, um aktiv gegenzureden. Ihr seht hier 2 Beispiele. Ich finde ja das linke ganz geil. Danke für deinen schönen Hasskommentar. Ich werde ihn mir jetzt auf ein Kissen sticken. Oder Hateful Person, does you even have friends? Also ja, könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. No Hate Speech. Weitere Option, die ihr gegen Hate Speech im Netz habt, ist natürlich, wie Frau Tokert eben schon angerissen hat, Position zu beziehen. Fragt die Hater einfach mal, bitte was oder meinst du das ernst? Weil jede Stimme hat Gewicht. Bekommt ihr Hasskommentare und Cybermobbing mit, verteidigt die Betroffenen sachlich, aber stärkt ihnen den Rücken. Die nächste Seite bitte. Eine weitere Option, die ihr habt, ist Abstand halten und Beiträge zu melden. Wenn die Kommentare richtig fies werden, ich kenne das, da kribbelt es manchmal so ein bisschen in den Fingern, aber ich sage euch eins, lasst euch nicht
provozieren. Am besten meldet ihr den Beitrag der jeweiligen Plattform und investiert eure Zeit einfach in die schönen Dinge. In jedem Netzwerk gibt es eine Meldefunktion, die ihr auch nutzen könnt für problematische Inhalte, Fotos und Videos. Und die Meldestelle Respekt des Demokratiezentrums Baden-Württemberg. Darüber könnt ihr auch Beiträge anonym einsenden und bei Bedarf werden diese sogar der Polizei zur Strafverfolgung weitergeleitet. Eine weitere Option, die ihr habt, ist natürlich auch verfolgen statt löschen. Okay, das war jetzt genau das, was ich eben schon erzählt habe. Hier die Meldestelle Respekt nochmal aufgeführt, Plattform des Demokratiezentrums Baden-Württemberg. Wie gesagt, da könnt ihr eure Beiträge auch anonym einsenden. Und ich sehe gerade im Chat, haben wir sogar eine Frage. Wäre nicht besser einfach ignorieren mit den Counter-Speech, könnte ein Teufelskreis starten. Die Bullies suchen genau sowas, um mit irgendjemandem zu diskutieren. Frau Tuckert, würden Sie vielleicht mal auf die Frage von Pablo eingehen? Sehen Sie das oder soll ich das nochmal vorlesen? Nee, ich sehe es. Dankeschön. Ja, also es gibt tatsächlich Situationen, da ist die Diskussion, wie haben Sie es genannt nochmal? Genau. Warten Sie natürlich darauf, dass diskutiert werden soll. Sie müssen so sehen, also wenn es in der Kommentarspalte ist, lesen ja ganz viele in diese Kommentare ja mit. Und wenn man eben dagegen spricht, dann haben Sie recht, es ist eher so, dass man wahrscheinlich diejenigen, die darauf aus sind, Diskussionen anzufechten, dass sie die nicht überzeugen können, ist groß. Aber es gibt eben diese stillen Mitleser. Und wenn man eine Meinung so stehen lässt, ohne dagegen was zu sagen, dann kann es sein, dass diese stillen Mitleser irgendwann mal denken, okay, es ist die Wahrheit, die da steht. Also es geht eher um die stillen Mitleser, warum man auch immer wieder Position beziehen soll. Und es gibt so eine Faustregel, dass man Personen mit beispielsweise 4 Fakten umstimmen könnte und wenn nach 4 Fakten, dann eben gar nicht mehr. Aber das sind, wie gesagt, eben Faustregeln. Da haben Sie schon recht, das kann eben sein, aber man denkt einfach nochmal an die stillen Mitleser und es kann aber auch wirklich sein, dass da jemand noch gar nicht richtig gefestigt ist in seiner Meinung und vielleicht bewirken sie trotzdem etwas. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Hoffe ich doch auch, aber ich gehe mal davon aus. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich sehe schon, Daumen nach oben, das ist ja ein gutes Zeichen. Es gibt auch natürlich noch weitere Optionen, die ihr habt. Zum Beispiel Hilfe holen. Wenn ihr selbst Opfer von Mobbing und Hass im Netz seid, holt euch Unterstützung. Ihr seid nicht alleine. Hilfe bekommt ihr zum Beispiel bei einer vertrauten Person, bei euren Lehrerinnen oder Lehrern, bei Schulsozialarbeit, bei euren Freundinnen oder bei euren Freunden und ganz wichtig natürlich auch bei eurer eigenen Familie. Aber auch auf diversen Plattformen oder bei Hotlines. Sogar die Polizei hilft euch direkt, wenn ihr wegen eurer Hautfarbe oder zum Beispiel wegen eurer Religion oder wegen was auch immer in irgendeiner Form diskriminiert wurdet oder Opfer von Hate Speech wurdet. Die genauen Anlaufstellen, die gibt es auch zum Schluss nochmal in der Präsentation. Da werde ich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Generell gilt hier auch in der Präsentation, die kriegt ihr ja nachher im Anschluss nochmal als E-Mail in aller Ausführlichkeit, weil das ja heute ziemlich ausführlich ist. Da sind dann auch alle Anlaufstellen nochmal schön aufgelistet und natürlich auch verlinkt. Aber jetzt kommen wir mal zum rechtlichen Aspekt des Ganzen. Frau Tuckert, wie sieht es denn juristisch aus? Werden Personen hinter Hassnachrichten in irgendeiner Form rechtlich belangt? Manchmal ja, manchmal nein. Also Hate Speech ist noch nicht im Gesetz verankert in Deutschland. Das wäre schön, wenn das irgendwann mal auch im Gesetz definiert wäre. Aktuell ist es so, dass wir natürlich auch alle die Meinungsfreiheit haben und manche Dinge, die als die Hasskommentatoren von sich geben, deckt die Meinungsfreiheit natürlich. Aber manchmal kommt es auch dazu, dass sie strafrechtliche problematische Inhalte posten und beispielsweise Beleidigungen. Das nennt sich dann nochmal öffentlicher Aufruf zu Straftaten. Also wenn solche Tatbestände da sind, dann kann man juristisch dagegen vorgehen. Genau. Vielen Dank. Ja, eine allgemeine Definition zum Thema Hasskommentar oder zum Wort Hasskommentar gibt es nicht. Und ob jemand für seine Hate Speech juristisch belangt wird, muss im Einzelfall sogar ein Gericht entscheiden. Allerdings ist die Regierung mittlerweile auf den Trichter gekommen, dass das Internet ganz schön groß ist und auch kein rechtsfreier Raum ist. Und hat deswegen sogar ein paar Gesetze zugunsten der Opfer verabschiedet. Einmal die nächste Seite, bitte.
Dankeschön. Wisst ihr denn, was das Netzwerkdurchsuchungsgesetz oder auch kurz Facebook-Gesetz ist? Das ist übrigens seit dem 1. Oktober 2017 in Kraft. Wer es weiß, gerne einfach mal den Daumen heben. Also gerne unten einfach das Reaktionstool wieder benutzen und mal einen Daumen nach oben schicken. Würde mich jetzt nämlich mal interessieren, ob das tatsächlich jemand weiß. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich erkläre es nämlich gleich. Aber rein Interesse halber. Ich sehe noch keinen Daumen nach oben. Traut sich keiner, aber ist auch nicht schlimm. Gut, dann erkläre ich es euch jetzt einfach. Das Gesetz zielt darauf, Hasskriminalität, strafbare Falschnachrichten und andere strafbare Inhalte auf den Plattformen sozialer Netzwerke wirksamer zu bekämpfen. Facebook muss zum Beispiel der gesetzlichen Berichterstattung über seinen Umgang mit Hasskriminalität nachkommen. Das sehen wir auch auf der nächsten Seite. Tut eine Plattform das nicht? Das kostet richtig viel Geld und mithilfe einer richterlichen Anordnung können Opfer sogar die Daten des Verfassers von Hate Speech einsehen, um dann rechtlich gegen ihn oder sie vorzugehen. Das ist ganz schön krass. Wechseln wir mal auf die nächste Seite. Gewinnorientierte soziale Netzwerke, also Facebook, Twitter, Instagram und Co., sind dazu verpflichtet, offensichtlich strafbare Inhalte innerhalb 24 Stunden nach Eingang einer Beschwerde zu löschen und tun. Die das nicht, kostet das Ganze 50 Millionen Euro. Auch krass, für Beleidigungen und Drohungen kann künftig Gefängnis drohen. Ich glaube, wir sind leider auf der falschen Seite, merke ich gerade in der Präsentation. Ich muss mal eben ganz kurz checken, dass wir hier richtig sind. Hier waren wir, genau, jetzt ist wieder richtig, Entschuldigung, das war mein Fehler. Ja, der Bundestag hat am 18. Juni 2020 ein ganzes Gesetzespaket gegen Hass und Hetze im Netz verabschiedet. Ein Punkt des Gesetzespakets betrifft Drohungen, die im Netz geäußert werden, etwa Körperverletzung, sexuelle Übergriffe oder auch Sachbeschädigungen. Dafür können künftig Freiheitsstrafen von bis zu 2 Jahren verhängt werden. Bisher stand nur auf eine im Internet veröffentlichte Morddrohung oder eine mögliche Gefängnisstrafe. Die wurde mit der Neuerung auf ein Strafmaß von bis zu 3 Jahren erhöht. Auch für eine Beleidigung könnte der Verfasser zu einer Haftstrafe von bis zu 2 Jahren verurteilt werden. Und jetzt wechseln wir tatsächlich wirklich auf die nächste Seite, denn mittlerweile kann ein Like ausreichen. Das ist krass, das stimmt aber. Durch die neuen Gesetze wird auch der Strafrahmen rund um die Billigung von Straftaten erweitert. Bisher war es strafbar, bereits begangene Taten zu befürworten. Das gilt jetzt aber auch für angekündigte Taten. Dabei kann es auch schon reichen, wenn ein User durch ein Like oder Ähnliches anzeigt, dass ihm die begangene oder angedrohte Tat gefällt. Erzielt diese Angabe eine große Reichweite unter anderen Internetnutzern, muss ein Gericht sogar entscheiden, ob damit der öffentliche Frieden gestört wird. Das ist das, was Frau Tokat gerade vorhin schon angesprochen hat, und damit Strafen verhängt werden können. Schauen wir uns mal die letzte Seite an. Das ist auch nochmal schön veranschaulicht. Hier seht ihr es. Bei Beleidigungen drohen bis zu 2 Jahre Haft. Bei der Androhung von Körperverletzungen ebenfalls bis zu 2 Jahre Haft. Bei Morddrohungen bis zu 3 Jahre Haft. Und bei Angriffe auf Ärzte und Pfleger bis zu 5 Jahre Haft. Bevor wir jetzt noch ein kleines Quiz machen und ihr eure Fragen an unsere Expertin Felis Tuckert stellen könnt, möchte ich noch mal kurz auf die Anlaufstellen eingehen, die ihr gegen Hate Speech habt. Und da seht ihr auch schon ein paar. Es gibt zum einen die telefonische Beratung für Kinder und Jugendliche. Es gibt die telefonische Beratung für Eltern. Ihr könnt euch online Beratung für Kinder und Jugendliche und für Eltern von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung holen. Es gibt natürlich auch Informationen und Beratung für Jugendliche durch Ausgebildete und andere Jugendliche. Es gibt aber auch noch viel mehr, wie wir auf der nächsten Seite sehen.
Wie gesagt, die sind auch alle verlinkt. Also wenn ihr im Anschluss diese Präsentation bekommt, könnt ihr da einfach immer auf die Links draufklicken und euch mal schlau machen. Es gibt natürlich auch das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, wo ihr ganz viel Informationen bekommt. Es gibt die Organisation bzw. die Initiative ClickSafe, diesen Bestandteil der Initiative ClickSafe im Connecting Europe Facility. Es gibt natürlich auch polizeiliche Beratung. Wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr mit Hate Speech konfrontiert werdet oder wirklich Opfer davon werdet, könnt ihr ja auch zur Polizei gehen. Das habe ich ja gerade vorhin schon angesprochen. Ihr könnt euch an die Meldestelle Respect wenden, wo ihr Hate Speech-Beiträge sogar anonym einsenden könnt. Und es gibt natürlich auch die Internetseite des Help Desk. Und wir sind auch fast schon am Ende. Ich würde gerne noch ein Quiz mit euch machen. Im Anschluss könnt ihr eure Fragen nochmal gezielt an unsere Hate Speech-Expertin Felix Tokatsch stellen. Fürs Quiz habt ihr jetzt 2 Minuten Zeit. Ich mute mich eben auch. Eigentlich müsstet ihr jetzt alle Fragen beantworten können, wenn ihr mir aufmerksam zugehört habt. Aber wie gesagt, euch braucht nichts peinlich sein. Dieses Quiz ist komplett anonym. Ich sehe zum Beispiel nicht, wofür ihr jetzt abgestimmt habt. Und ja, dann würde ich mal sagen, viel Spaß beim Quiz. Ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit. Ich check noch mal ganz kurz die Uhr und mach selbst mit. Und dann checken wir gleich mal eure Antworten. Viel Spaß. Alright. Ich glaube, das war genug Zeit für alle. Gucken wir uns mal die Ergebnisse an, was ihr so wusstet, wie ihr so abgestimmt habt und ob ihr richtig gelegen habt. Ich fühle mich wie bei 1, 2 oder 3. Was besagt der Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes GG. Das Recht auf Meinungsfreiheit. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Im Internet herrscht Meinungsfreiheit. Das Internet ist ein rechtsfreier Raum. Richtig ist hier natürlich Antwort 2. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und es haben auch 27% von euch gewusst. Das freut mich. Kommen wir mal zur zweiten Frage. Das Recht zur Meinungsfreiheit gilt uneingeschränkt, auch im Internet. Korrekt oder falsch? Das ist natürlich falsch. Die dritte Frage, was bedeutet denn Hate Speech oder Hassrede? Die erste Antwortmöglichkeit, allgemeine sprachliche Strategie zur Herabsetzung und Demütigung von Personengruppen und Ethnien. Und das freut mich, das haben nämlich tatsächlich 100% von euch gewusst. Also habt ihr mir und Frau Zuckert aufmerksam zugehört. Was könnt ihr tun, wenn ihr Opfer von Hate Speech wurdet? Ihr habt es ja oben schon gesehen, es gab eine Mehrfachauswahl und tatsächlich auch für alle Antworten 100%. Ihr habt natürlich mega viele Optionen bzw. Hilfestellungen, um mit Hate Speech umzugehen. Zum einen könnt ihr euch Hilfe suchen und mit Freunden oder eurer Familie sprechen. Ihr könnt Beiträge melden. Je nachdem, was euch angedroht wurde, könnt ihr auch zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Oder ihr könnt mit lustigen Memes antworten in Form von Counterspeech. Und da wären wir auch schon bei der fünften Frage. Was bezeichnet den Counterspeech? Die aktive Gegenrede, also eine Methode, die die negativen Effekte von Hate Speech abschwächen soll, oder ein Tresengespräch, das ich mit Freunden halte. Und ich muss zugeben, die Frage war relativ einfach. Freut mich auch, dass es 100% von euch gewusst haben. Die erste Antwort ist hierbei natürlich richtig. Also die Counterspeech ist die aktive Gegenrede. Wie gesagt, quasi ein guter Konter. Wie wird das Netzwerkdurchsuchungsgesetz umgangssprachlich auch genannt? Das ist das Instagram-Gesetz, das Hate-Speech-Gesetz, das Facebook-Gesetz oder das Twitter-Gesetz. Ich muss zugeben, die Frage war ein bisschen tricky. Ich habe es nämlich nur in einem Halbsatz erwähnt gehabt. Das Netzwerkdurchsuchungsgesetz wird tatsächlich auch umgangssprachlich als Facebook-Gesetz betitelt. Der Bundestag verabschiedete am 18. Juni 2020 ein ganzes Gesetzespaket gegen Hass und Hetze im Netz. Welche Strafe droht künftig bei einer im Internet veröffentlichten Morddrohung? Das Strafmaß wurde mit dem neuen Gesetzespaket auf eine Verwarnung erhöht. Keine. Das Strafmaß wurde mit dem neuen Gesetzespaket auf bis zu 3 Jahre erhöht oder das Strafmaß wurde mit dem neuen Gesetzespaket auf bis zu 9 Jahre erhöht. Also 9 Jahre sind es nicht, aber ich find's gut, dass es erhöht wurde und zwar auf 3 Jahre und das habt ihr ja auch alle gewusst. Die letzte Frage ist noch, kann man für Hate Speech unter bestimmten Umständen also ins Gefängnis gehen? Ja, ein Gericht prüft den Einzelfall und fällt dann ein Urteil oder nein, es herrscht doch Meinungsfreiheit.
Die richtige Antwort ist natürlich ja. Wie gesagt, ihr werdet oder man wird juristisch belangt, wenn man Hate Speech oder Hass im Netz verbreitet. Cool. Das freut mich, dass so viele mitgemacht haben. Vielen, vielen Dank. Ich würde jetzt mal gerne die Fragerunde mit unserer Expertin Felis Tuckert vom Landesmedienzentrum nochmal eröffnen. Also falls ihr Fragen habt, wenn ihr die persönlich stellen wollt, gerne das Reaktionstool unten rechts benutzen, kurzen Daumen nach oben schicken, dann werdet ihr entmutet und könnt eure Frage stellen oder ihr schreibt sie einfach ganz bequem hier in den Chat rein, wie es euch am liebsten ist. Ich warte jetzt mal ganz kurz und gebe euch mal ein bisschen Zeit. Und check mal, ob ich Daumen nach oben bekomme. Ansonsten, wie gesagt, einfach ganz bequem in den Chat reinschreiben. Ich lese dann die Fragen auch vor, beziehungsweise Frau Tuckert wird auch so drauf eingehen. Wir sehen ja den Chat alle. Okay, dann habe ich Fragen an euch, ist auch nicht schlimm. Ihr habt heute ganz viel gehört und ganz viel gelernt. Mich interessiert vor allem, wer würde eine Beleidigung, die gegen ihn selbst oder gegen andere geht, einfach ignorieren? Bitte jetzt den Daumen nach oben schicken. Okay, da hätten wir schon mal eine Person. Wer von euch würde eine Hassnachricht gegen ihn oder gegen andere mit der Counter-Speech entgegnen? Also sei es in Form von Memes oder in Form vom aktiven Gegensprechen. Jetzt den Daumen nach oben schicken. Sich auch schon Daumen nach oben? Cool, das sind ja ganz schön viele, die tatsächlich gegensprechen würden. Okay, und wer von euch würde eine Hassnachricht gegen sich selbst oder gegen andere melden? Bei der Polizei oder beim Betreiber vom Netzwerk? Bitte jetzt den Daumen nach oben machen. Cool. Solltet ihr auch, weil ich finde, die Option gibt es ja nicht umsonst bei den sozialen Netzwerken, tatsächlich problematische Inhalte einzuschicken. Ich sehe hier, wir haben im Chat, was habt ihr bisher gemacht? Hauptverspätung, sorry. Oh, wir haben schon ganz schön viel gemacht. Das tut mir jetzt natürlich leid, aber das ist überhaupt nicht wild, denn wir zeichnen das Ganze ja auf. Das heißt, das Video bekommen alle registrierten Teilnehmer auch nochmal im Anschluss als Mail. Also macht euch da keinen Stress, wenn ihr jetzt irgendwie den Anfang nicht ganz mitbekommen habt. Solltet ihr jetzt noch irgendwelche Fragen haben, ihr habt jetzt noch Zeit, an mich oder Frau Tuckert, an wen auch immer. Ich würde mich freuen. Gerne, wie gesagt, einfach wieder in den Chat schreiben. Das klappt ja fantastisch. Oder den Daumen nach oben kurz schicken. Okay, ich sehe, wir haben eine Frage. Wieso betreiben denn Leute Hate Speech? Was meinen Sie? Meinst du, was das Ziel von Hate Speech tatsächlich ist? Oder wie ist diese Frage gemeint? Oder Frau Tuckert, verstehen Sie die Frage direkt? Ja, genau. Okay. Wollen Sie darauf eingehen, Frau Tuckert? Ich würde mich freuen. Ja, genau, bezieht sich auf welche Ziele die Personen haben, oder? Genau. Habe ich jetzt richtig verstanden? Ja. So habe ich es jetzt auch verstanden. Also das kann, ja, da kann es mehrere Ziele eben geben. Also erstens hat man einfach so ein Bild über bestimmte Personengruppen. Also man hat einfach wirklich echte Vorurteile und hat ein echtes, krankhaftes Schubladendenken. Das kann natürlich auch sein. Natürlich geht es auch darum, dass manche Menschen, die Hate Speech betreiben, auch organisiert sind. Das gibt es leider ja eben auch, die dann einfach gewisse ja, politische Ziele verfolgen. Genau, also es hat mehrere verschiedene Gründe, kann es haben. Also wie gesagt, entweder wirklich mein eigenes Weltbild, dass ich wirklich hasse und meinen Hass rausschreien muss. Dann kommt natürlich hinzu, dass wenn ich das im Internet mache, dass da so eine gewisse Anonymität eben da ist und dass ich Dinge sagen kann, weil ich enthemmt bin, weil ich das auch nicht unbedingt mit meinem Klarnamen machen muss. Also es können wirklich subjektive Gründe sein, aber auch wie gesagt, also organisierte Gründe, die einfach negative politische Ziele im Blick haben. Vielen Dank. Hätten Sie dem heutigen Workshop noch irgendwas anzufügen? Ja, aber da kam gerade eine Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass der Täter wirklich bestraft wird, kam jetzt gerade auch noch.
Vor ein paar Monaten hätte ich da jetzt so ein bisschen resigniert, glaube ich, geantwortet und hätte gesagt, oh ja, kommt drauf an. Aber tatsächlich ist es so, dass Renate Künast, eine Politikerin im Lande, die hat wirklich sehr, sehr viel Hassrede entgegenbekommen und ist dann wirklich vor Gericht gezogen und hat in der ersten Instanz ist sie auch gescheitert, leider. Also da hieß es ja, man kann dich eben so nennen. Und sie hat aber nicht aufgegeben und tatsächlich hat sie Erfolg gehabt. Und von dem her glaube ich daran, und es gibt jetzt auch immer wieder mehr Fälle, dass tatsächlich jemand wegen Hassrede angegangen wird. Es gab auch einen Fall innerhalb Deutschlands, wo ein Familienvater tatsächlich eine Gefängnisstrafe auf Bewährung bekommen hat. Aufgrund der Hassrede. Das war natürlich seine Biografie, die vorherige Biografie hat auch eine Rolle gespielt, aber da tatsächlich ist da so ein Urteil auch gefallen. Was genau ist da denn vorgefallen? Ich habe das vergessen, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es war tatsächlich Aufruf zu Straftaten, öffentlicher Aufruf zur Straftat. Okay. Und das wurde dann auch tatsächlich dann angegangen. Aber wie gesagt, das sind Fälle, die einzeln juristisch geprüft werden müssen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall die Mühe mir machen. Genau. Wir haben hier schon wieder die nächste Frage. Wie sieht ein effektiver Konter nach einer Hate Speech konkret aus? Gibt es erfolgreiche Beispiele, wie rhetorisch vorgegangen werden kann als Betroffene? Die Frage würde ich auch gerne wieder an Sie abgeben. Nochmal lesen, wie sieht denn nicht? Ja. Ja, da gibt es aber leider, also auf die Frage gibt es leider nicht die eine Antwort. Also es kommt natürlich immer auch auf den Kontext an. Manchmal ist es wirklich mit Humor, wenn man da tatsächlich irgend so ein Meme nimmt, sicherlich für die stillen Leser amüsant. Und was ich sehr empfehlen kann, also dieses Kontern muss ja wirklich gelernt sein. Und das Kontern muss nicht nur im Internet gelernt sein, manchmal muss man das ja auch in seinem eigenen Umfeld lernen. Es gibt eine App, die heißt Konterbunt. Also nicht Kunterbunt, sondern Konterbunt. Die ist von einer Landeszentrale initiiert worden. Und mit dieser App kann man bestimmte verschiedene Situationen trainieren. Also was rassistische Sprüche angeht, genauso aber wenn über Frauen eben auch gesprochen wird. Und die App kann ich mal empfehlen, einfach die mal durchzuspielen, weil sie sehr, sehr gute Sätze liefert, die man sich praktisch so in sein Unterbewusstsein nehmen kann und dann auspacken kann, wenn man sie braucht. Also ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Genau, das muss man aber üben und ich glaube, das eine Rezept gibt es leider nicht. Oder den einen coolen Countersatz, den gibt es leider nicht. Vielleicht erfindet den jemand noch. Da bleiben wir mal gespannt. Genau. Ich sehe hier noch eine Frage als einzelne Person. Also wie ich Erfolg haben kann als einzelne Person und wenn ich nicht in der Öffentlichkeit stehe. Natürlich ist der Kampf sicherlich ein größerer. Es gibt mittlerweile eine Organisation, die heißt Hate Aid. Also die findet man unter www.hateaid.org. Die beratet und sich an den Prozesskosten beteiligt. Also als Einzelperson gibt es einfach diese Anlaufstelle auch nochmal. Und soweit ich weiß, haben die Renate Künast auch begleitet in ihrem Fall. Ich hoffe, das hilft Ihnen auch als Antwort. Genau. Wenn Sie einfach kurz schreiben, ja, genau, danke, ja, dann weiß ich, perfekt, dass ich fertig bin. Genau. Wo Sie auch noch trainieren können, Joschka, noch eine gute Internetadresse. Es gibt mittlerweile einen Anbieter, der nennt sich LoveStorm. Die geben auch immer wieder Online-Schulungen, wie man richtig kontern kann. Und ich denke, wenn man so ein paar Dinge einfach dann an der Hand hat, dann gelingt es einem auch ganz gut. Auf jeden Fall. Das werde ich mir auf jeden Fall auch merken. Ist auch gut zu wissen. Genau, da gibt es also wirklich kostenlose Online-Seminare, die man da einfach mit besuchen kann. Merci, hab es mir notiert. Das freut mich. Ja, ich schreibe es in den Chat. Ich habe es mir nämlich auch gerade schon gedacht, dass das wahrscheinlich, ich hoffe, es ist richtig, lovestorm.de.
Also es kann sein, dass es unter Strich ist, dass es ohne Strich ist, das weiß ich jetzt gerade nicht. Und die App, von der ich gerade gesprochen habe, die heißt und wenn man da mal so ein paar Dinge dann sich angeschaut hat, dann hat man das so ein bisschen, so den Faden raus, den Auf Bogen jeden Fall. raus, genau. Vor allem auch ein bisschen was in der Rückhand. Genau, genau. Weil manchmal ärgert man sich ja, dass man irgendwie nicht souverän gekontert hat. Und auch manche Situationen, die einem immer wieder begegnen, kann man sich einfach schon vorbereiten, wenn man sich Dinge einfach zurechtgelegt hat. Ja, ich kenne das, wenn ich manchmal so in der Dusche stehe und über das Leben philosophiere und dann über Gespräche oder Streits nachdenke, die ich vor 3 Jahren hatte, wie ich eigentlich gekonnt kontern hätte können. Und es fällt einem leider zum Nachteil gerne immer zu spät ein. Aber gut, wenn ihr, also ich lasse euch noch ganz kurz Zeit, wenn jetzt noch Fragen reinkommen, gerne, wir beantworten die noch weiter. Ich habe noch ganz kurz, genau, ich habe jetzt noch ganz kurz diese Facebook-Gruppe, die es gibt, nochmal notiert. Also es kommt nicht jeder rein, also man muss mal eine Beitrittsanfrage stellen, wenn jemand von Ihnen auf Facebook eben unterwegs ist und je nachdem, die gucken sich das Profil auch ein bisschen an, aber wenn man eben in der Gruppe ist, dann sieht man sehr schön, wie die arbeiten. Also die machen das mittlerweile sehr, sehr professionell. Hier ist noch eine Frage, wie seid ihr konkret auf diesen Workshop als Online-Format gekommen? Also ich kann mal von meiner Seite sprechen, da sprechen natürlich ein paar Dinge dafür. Erstens Corona, weswegen ihr heute nicht physisch bei uns sein könnt. Aber es macht trotzdem so auch auf diese digitale Art und Weise richtig viel Spaß mit euch. Aber zum anderen natürlich auch, weil wir über das Thema Internet sprechen und wir alle jetzt gerade mit diesem Internet verbunden sind. Und da das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg eine schicke Online-Kampagne hat, nämlich Bitte was, falls ihr die noch nicht ausgecheckt habt, aber vielleicht will Frau Tuckert dazu noch genaueres sagen. Ja, also unsere Kampagne Bitte was, ich vermute, dass Ihnen das schon aufgefallen ist, weil auch sehr viele Plakate hängen. Das ist eine Kampagne, die gegründet worden ist. Also wir versuchen präventiv gegen Fake News und Hate Speech anzugehen. Und wir waren jetzt auch vor der Corona-Zeit immer wieder eben auch an Schulen. Und auch wir sind dann online gewechselt und die Kooperation jetzt mit Big FM ist, glaube ich, ja ganz neu. Da haben wir letzte Woche den ersten Workshop gehabt zum Thema Fake News und diese Woche zum Thema Hate Speech und dann sieht man, wie sich das eben auch entwickelt. Und ich kann Ihnen auch den Internetauftritt von Bitte was sehr empfehlen. Also Bitte was findet man auf YouTube und auch auf Instagram und die werden auch von manchen Influencern und Influencerinnen begleitet, die auch nochmal von ihren Erfahrungen berichten und einfach die Kampagne mit unterstützen. Und es ist eigentlich ganz gut. Und es gibt auch Sticker bei uns, GIFs, die man benutzen kann auf der Webseite. Das wollte ich auch nochmal erwähnen. Jetzt haben sie mich. Mich als Meme Queen. Okay. Ja, schön. Also, wenn ihr sonst keine Fragen mehr habt, würde ich mich jetzt in aller Form und Demut gerne bei unserer Hate-Speech-Expertin und Medienreferentin Felix Tuckert vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg nochmal ausführlich bedanken und wollte fragen, ob Sie heute vielleicht noch irgendwie was zu diesem Workshop zu ergänzen haben. Also ich möchte mich auch zurückbedanken. Vielen herzlichen Dank. War jetzt für mich auch eine ganz neue Erfahrung, in dem Format zu sein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich kann nur auch Danke an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sagen. Schön, dass Sie dabei waren. Das, was Sie heute mitgenommen haben und auch die Präsentation ist unglaublich wertvoll. Und seien Sie nicht müde, sprechen Sie auch mit den anderen Menschen um sich herum und machen Sie Mut, dass wir gegen Fake News und auch gegen Hate Speech vorgehen können. Jeder Einzelne ist eben von uns gefragt und schön, dass ich dabei sein durfte und einen schönen Abend noch. Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, um über dieses wirklich wichtige Thema auch zu quatschen. Mich freut es sehr, dass ihr auch so zahlreich erschienen seid. Wie gesagt, ihr bekommt alles nach diesem Workshop nochmal im Anschluss
per E-Mail-Adresse, mit der ihr euch auch registriert habt. Also sowohl die Aufzeichnung als auch diese sexy PowerPoint, die die ganze Zeit im Hintergrund gelaufen ist. Und ich wollte noch mal ganz kurz auf den Bitte-Was-Wettbewerb eingehen. Denn wenn ihr aktiv gegen Fake News oder Hass im Netz seid oder es werden wollt, dann checkt auf jeden Fall den Bitte-Was-Wettbewerb vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg aus. Es warten super Preise auf euch und bis zum 29. Juli könnt ihr euch noch bewerben. Und wenn Frau Tuckert jetzt nichts mehr anzufügen hat, dann würde ich alle euch allen noch einen schönen Abend wünschen und wirklich nochmal vielen, vielen Dank auch an das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg für diese coole Idee, für diesen coolen Workshop sagen und euch dann noch einen schönen Abend wünschen. Macht's gut!